Hallo nochmal, hier ist der Tom und ja, zu meiner Schande muss ich schon den dritten Stream oder die dritte Folge mit Sorry, ich hab's nicht geschafft ankündigen, aber ich hab's ja schon mehrmals erwähnt. Die Aufzeichnung vom letzten Donnerstag mit Patrick und mir, wie wir über das Ressourcenmanagement sprechen. Jetzt auch im dritten Teil, also heute ist der letzte Teil. Morgen versuche ich oder morgen werde ich auf jeden Fall eine vernünftige Folge produziert haben, hoffe ich. Und bis dahin sehen wir uns wieder und ihr habt ganz viel Spaß beim Diskutieren darüber, wie Ressourcen funktionieren. Ich wünsche euch dabei ganz, ganz tolle Unterhaltung und bis Donnerstag dann. Ich verstehe es, glaube ich, nicht ganz, Julian. Du willst, dass die Ressource als nicht transitive Items. Mein Problem mit der Ressource ist halt, ich habe halt unterschiedliche Materialien. Unterschiedliche Ressourcen. Ich glaube, ich verstehe nicht ganz, was du gerade meinst. Na gut. Wir machen mal weiter und Julian wird sicher gleich nochmal kurz erklären. Inventar. Es gibt schon das Straw Poll für das Inventar, ohne das. Ja, ich glaube, da wollte ich Ah jetzt auch. ja. Sehr gute Frage. So, das ist gut. Ja. Genau. Das ist nämlich auch eventuell eine Lösung. Wenn wir sagen, du hast unendlich viele Slots, aber dein Gewicht ist entscheidend. Ja, was ich auch geil fände eigentlich. Also ist beides cool, das muss man Ja, nur entscheiden. dann ist es plötzlich egal, wie du die. Also dann wird es immer Ah. einen freien Slot geben. Entschuldigung, Entschuldigung. Falscher Knopf gedrückt. Wieso? Also. Ach so, doch, ja. Genau, und dann wäre es plötzlich, dann wäre das Problem plötzlich gelöst. Deswegen bin ich fast ein Gegner von dem, dass man sagt, ich habe unendlich viele Slots. Also es geht alles nur nach Gewicht oder nach Volumen. Ich finde eigentlich die Idee mit den Slots schon nicht schlecht. Und ich finde halt eher, dass man dann zum Beispiel Gewicht oder sowas oder das Volumen, was er einnimmt, kann ich halt über die Stackbarkeit der Items machen. Also halt die große Maschine, klar kriege ich nur eine in mein Inventar immer rein. Ich kann die nicht stacken. Aber halt wegen mir, was sehr klein ist, kann ich halt bis zu 500, wenn wir mal im ersten System bleibt, bis 512 oder sowas stacken. Ah, ach so, so meinst du das, dass das eine Kombination aus Volumen und Gewicht ist. Ja, genau zum Beispiel. Und das halt, dass ich halt mein Inventar hat wegen mir halt 20 Slots. Und jeden Slot, also. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, jeder Slot hat eine gewisse Größe und dementsprechend kriege ich halt mehr oder weniger Items rein. Aber das Gewicht ist erstmal egal. Aber das Gewicht ist halt. Bin ich hin und her gerissen tatsächlich. Ja. Lass uns mal kurz aufmalen, was gemeint ist. Also effektiv gibt es ein paar Verfahren, wie wir das machen können. Einmal unendlich groß. Nächste Seite. Ah, Habe ich okay. schon gemacht. Ja, Unendlich Delay. großes Inventar. Das ist Punkt Möglichkeit 1. Ich wollte es nicht durchstreichen, ich wollte es unterstreichen. Und das ist Prinzip, Gothic hat das zum Beispiel so gemacht, fand ich toll. Ist im Prinzip ein unendlich großes Inventar, wo die Sachen halt einfach in der Liste sind. Und ja. Unendlich scrollbar. So, das ist Option 1. Das ist die einfachste Variante. Ist eigentlich ein No-Go. Das möchte ich eigentlich nicht. Variante 2 ist Minecraft-Style, würde ich mal sagen. Das ist dann volumenbasiert. Ist Minecraft volumenbasiert? Ja, mehr oder weniger. Weil ein Block ist ein Block. Ja, aber die Blöcke sind unterschiedlich deckbar. okay, dann nicht wie Minecraft, sondern wie ich es mir gerade ausgedacht habe. Mein Inventar hat bestimmte Mengen Slots. In dem Fall 16. Und wenn ich ein bestimmtes Item kriege, dann wird das da reingeladen. So, da ist dann ein Käse drin. So, und jetzt gibt es Items, die sind stackbar. Oder ein Kuchen, was weiß ich, was das hier ist. Und die lade ich dann hier rein. Und wenn ich einen zweiten Käse kriege, dann steht da einfach eine 2 dran. Und volumenbasiert deshalb, ich bin jetzt ja nicht sicher, was Patrick vorgeschlagen hat, macht Sinn, dass es Blocktypen abhängig ist, wie viel in einen Stack reinpassen. Also keine Ahnung, ein Erdblock ist üblicherweise 50, glaube ich. Und andere Dinge können da halt nur 10 oder 20 reinpassen. Wobei volumenbasiert ist es tatsächlich nicht. Erdblöcke 50 und Eier oder so für 16. Das ist natürlich die Frage. Ja, Gut. aber da kann man wieder argumentieren, Eier braucht halt noch, muss ja geschützt werden, das soll ja nicht kaputt gehen. Okay, dann ist das nicht Volumen, dann ist das so ein Volumen-Gewicht-Mix. Keine Ahnung. Slots, Slot-basiert. Ja, Slots. genau, slotbasiert und dann halt dementsprechend wie
Und dann natürlich von Item abhängig, wie oft ich stacken kann. Also wegen mir Maschinen kann man dann zum Beispiel gar nicht stacken, aber ich krieg's halt immer in meinen drin. Was man natürlich machen könnte, man könnte natürlich sagen, okay, es gibt schon ein Gewicht. Und mit meinem Gewicht, ich habe zwar schon die Slots, aber wenn ich halt zum Beispiel 10 schwere Maschinen oder sowas trage, dann laufe ich halt langsamer. Ja, das können wir gerne noch mit rein kombinieren. Für mich ist jetzt erstmal wichtig. So, dann haben wir noch den Diablo-Style. Ist im Prinzip das Slot-System. Aber mit dem Unterschied, dass große Gegenstände mehr Slots brauchen. Das heißt, meine große Rüstung oder meine große Maschine oder mein, keine Ahnung, was können wir denn Großes tragen? Der große Käse. Oder das Windrad. Ja. Melonen. Das ist ne, nee, das ist kein Melon, das ist jetzt erstmal ein Kuchenstück. Melonen kommen gleich. Dieser Käse braucht 4 Slots und die sind dann so. Wobei das keine Option ist für uns. Das finde ich eigentlich das unpassendste System, wenn man überlegt, was wir nachher alles in unser Inventar pumpen wollen. Ja. Und die letzte Variante ist quasi Nummer 4. Das ist das Gewichtbasierte. Und das ist im Prinzip das, was der Susch gerade in die Strawpoll gemacht hat, glaube ich. Also die im Grunde dieses Konzept. Das ist the same quasi, ist auch eine fortlaufende Liste von Items, die aber alle ein Gewicht haben. Und das ist so das gängige System bei Rollenspielen, dass man hier 1 Kilo hat, das hier wiegt 2 Kilo und man nur eine gewisse Summe von Kilos tragen kann. Und dann habe ich halt hier 3 von 5. Und mehr als 5 kann ich nicht tragen. So, das ist das letzte Konzept. Das ist auch okay. Also ist auch eine Option. Also für mich entscheidend. 2 oder 4 aus meiner Meinung aus, aber ich mache auch gerne andere Sachen. Und jetzt ist die Frage, was die Strawpoll macht. Das Drawpaw ist im Moment bei Volumen basiert. Volumenbasiert. Achso, Mist, jetzt müssen wir kurz entscheiden. Also ohne Volumenbasiert ist dann quasi die Slots wahrscheinlich, ne? Damit meint ihr Stückzahl basiert. Gewicht fehlt noch. Ist Ja, das, also ARK ist gewichtbasiert. ja, überhaupt die meisten Rollenspiele sind gewichtbasiert. Ja, Ah, neues deswegen. Drawpoint. Ah, alles klar. Da war die alte. Okay. Okay, das sind die. Ich vote mal kurz für Slots. Ah, ich kann nur eins auswählen. Mist. Ah, und es wächst und wächst. Slots und Gewicht geben sich im Moment. So kann ich ja mal hier rüberholen. Das macht die Sache jetzt natürlich nicht. Nicht einfach, aber wir machen tatsächlich vielleicht eine Kombination, wie Patrick das gerade vorgeschlagen hat, dass man Slots hat, aber die auch Gewicht mit reinnehmen. Also das heißt, die Art der Gewichtung und der Stackbarkeit ist vom Gewicht abhängig, aber wir haben eine fixe Slotanzahl. Okay, aber Gewicht scheint im Moment die Nase vorn zu haben. Ich sag mal, wenn du es mit Gewicht machst, umgehst du halt wirklich das Problem, dass du sagst, du musst dein Inventar eigentlich auch nicht managen. Weil du hast eh unendlich viele Slots. Ja. Also damit entfällt halt das gesamte Management fürs Inventar. Also natürlich kannst du es anders anordnen, wegen mir, du kannst es mit dem Raster anordnen oder sonst irgendwas, aber das ist im Endeffekt hast du unendlich viele Slots und kannst da so viel reinlegen, wie du willst, bis halt dein Gewicht voll ist. Ja. Wobei ich Das das genau an Minecraft so charmant finde, dass ich ein schön übersichtliches Inventar habe. ja, genau, und vor allem, dass auch das Inventar begrenzt ist. Also, es ist trotzdem begrenzt, aber ich sag mal, es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt 10 Maschinen mitnehme oder ob ich 10 Stacks Erde mitnehme oder sowas. Und dann kriege ich halt 10 Stacks Erde, sind halt 640 Erde und 10 Maschinen, das sind halt nur 10 Maschinen. Also, Ah, ich finde halt, ja. ich finde, dass das Slot-System im Endeffekt mehr Spielbarkeit reinbringt. Irgendwie so. Also, Ja, ich finde es halt leichter zu bedienen als so eine ja. Scrollliste. Ja, und das auch noch. Jawohl, das ist ja, man muss ja keine Scrollliste machen, Ne, wir können ja du trotzdem kannst. Slots machen, die halt einfach Ja, wachsen. Ja. genau. Jawohl, das auch nur eine Liste ist. Ja, natürlich, aber sie ist grafisch anders angeordnet. Ja, genau. Okay, also Tendenz eher Gewicht, aber es hält sich tatsächlich fast die Waage, wenn es sind 6 Votes für Gewicht und 5 für Slots. Hast du abgestimmt? Ich habe auch abgestimmt. Ich habe abgestimmt. Muss überlegen, Natürlich. da kommen allein zwei. Du hast für Slots gestimmt, gell? Natürlich habe ich für Dann Slots kommen gestimmt. zwei für Slots, also drei andere Slots und 6 aus der Community mit Gewicht. Okay, ja, dann haben wir doch eine Tendenz.
Mit einem Stream irgendwie. Fixe Slotanzahl würde ich nicht machen. Okay, dann weiß ich ja schon mal, wofür Julian gestimmt hat. Ist eine geheime Wahl, Freunde. Ihr müsst euch hier nicht outen. Oh, Slots. Haben wir einen Slot noch dazu gerichtet? Schön. Ja, gut, unendlich. Und Diablo finde ich grundsätzlich, ich wollte es jetzt nur mal kurz erwähnen, dass es sowas noch gibt, aber ich bin eigentlich ganz froh, dass die keiner haben will. Weil Ja. das macht auch in unserem Kontext keinen Sinn, weil unendlich großes Inventar nimmt unglaublich viel Taktik raus. Und Diablo-Style ist halt für die Art von Sachen, die wir da reinstecken, halt auch einfach unpassend. Ich will aber auch schon das Gewicht sogar schon einiges an Taktik rausnimmt. Nö, ganz im Gegenteil. Also, wir versuchen ja mit all dem, was wir bisher gemacht haben, physikalisch halbwegs korrekt zu bleiben. Und Ja gut, dann. okay, stimmt, da ist Gewicht natürlich sinnvoll, ja. Eben, dann finde ich Gewicht tatsächlich passender als Okay, was Slot. passiert mit, zum Beispiel, wenn ich jetzt etwas habe, was ich gar nicht tragen kann, weil es einfach zu schwer ist? Ja, dann kannst du es nicht tragen. Und wie Dann kriege ich das macht's von A nach B? Peng und dann liegt's am Boden. Du musst Ja. es ziehen. Dann brauchst du ein Schlepptier. Dann brauchst du irgendwas, was transportieren kann. Okay. Ja, das würde natürlich Gewicht noch dazu bringen als neue Ebene. Ich meine, wir haben jetzt einen Kopf an Kopf zwischen Slots und Gewicht. Was Patrick gerade gesagt hat, obwohl, nee, Gewicht, naja. Ja, doch, dann machen wir das mit Gewicht, aber mit stackbaren Items. Die Stackbarkeit ist ja dann irrelevant, ne? Dann können wir gerne 1000 Sachen überstacken. Dann ist es ja egal. Dann habe ich allerdings wieder ein bisschen Angst um diese automatische Selektion der unterschiedlichen Ressourcen, Sachen. Das entfällt ja dann damit eigentlich komplett. Na eben nicht. Bei Gewicht schon. Nee, weil ja Weil. trotzdem alles noch drinsteckt. Ja, du hast halt. Ja, du hast halt dann wegen mir nachher 50 verschiedene Stacks mit 50 verschiedenen Kombinationen. Da, Eden schimpft hier. Caps Lock. Was? Ich vote für Gewicht. Ja, ist okay. Ach Ja. so, okay, das heißt, Gewicht gewinnt hier. Ganz klar. Okay, irgendwer hat jetzt gewotet nochmal für Gewicht. Okay, also es Ja, er kann tendenziell nicht in die voten, weil Richtung wir Gewicht. dieselbe IP haben. Ach so, deshalb. Ja. Okay, ja, dann, gut, dann passt es ja. Also ich bin damit zufrieden. Dann holen wir uns halt potenziell die Gefahr mit den, also wieder zurück zu diesem Keys-Ding halt, wo wir halt grundsätzlich alle Keys-Sorten mit unterschiedlichen Ressourcenkonzentrationen in unterschiedliche Slots machen. Also wenn ich jetzt irgendwie Keys abbaue und habe, also ich würde es in einen reinwerfen, es sei denn, nee, komm, dann machen wir das einfach so, ist egal. Dann werfen wir alles zusammen, es sei denn, du baust ein Skript, das das dann auseinanderfummelt. Fertig. Bis zu einem bestimmten Gewicht. Großartig, finde ich gut. Doch, ich find's gut. Ich habe gerade überlegt, wie so ein Skript aussehen kann. Naja, du kriegst halt jedes Mal ein New Item, dann kriegst du einen Methodenaufruf und dann kriegst du das Item und kannst dann halt einfach eine gewisse Menge von Sachen definieren, wie neuer Slot, Ach, du. kombinieren mit einem anderen Slot oder so weiter. Also am besten kriegst du einen Zugriff aufs Inventar. Und dann musst du aussuchen, in welchen Slot du es schieben willst. Ja. Und dann wird gemixt. Das ist schon gut. Sehr Ja. gut, alles klar. Es wird eindeutig 8 zu Gewicht. 6, da geht nichts drum rum. Das heißt, unser Inventar ist gewichtbasiert. Dann ist das damit entschieden. Das ist der klare Gewinner. Oh, das ist der Pokal. So, Gewicht ist es. Das muss nicht unbedingt als Liste implementiert sein. Ich würde trotzdem so ein Raster machen wollen, das dann einfach nach unten scrollt oder so. Genau, und dann kommt die Frage von Andreas, was ich eigentlich auch ziemlich cool finde, warum nicht beides limitieren? Naja, gut, es ist ein bisschen spielverderbermäßig. Obwohl, das ist Real Life. Volumen und Gewicht ist beides ein Limitierungsfaktor. Ja, ich glaube, du solltest doch trotzdem bei dir gelegentlich mal Licht anmachen. Es wird langsam dunkel. Echt, sehe ich aus wie ein Monster wieder? Na, es geht ziemlich grün halt. Ich mach mal Licht bei mir an. Noch eine Strawpoll, ob wir Vektoren, ob wir Slots? Nee, passt schon.
Nee, brauchen wir nicht extra. Ich würde Gewicht jetzt als primäres Limitierungskram machen und später sollten wir feststellen, dass das UI für. Oh ja. Der untere. Ja. Danke. Sollten wir feststellen, dass die UI-Implementierung für Slots mit scrollbarem Hintergrund zu kompliziert ist, dann machen wir die Slots auch noch limitiert. Ja, mal schauen. Licht, ja, Licht ist an. In diesem Augenblick kann man mich wieder sehen. Ich bin hier. Gut, geil. Dann haben wir jetzt auch ein Inventarkonzept. Finde Ja. ich gut. Was fehlt in unserer Wertschöpfungskette noch? Das Crafting jetzt. Ach Gott, zwei Schritte noch. Crafting im Inventar und Crafting über Maschinen. Und Crafting über Maschinen, das ist, glaube ich, ein richtig. Also generell sollte man vielleicht auch nochmal drüber reden. Denn, wir hatten es mal irgendwann mal angesprochen, ganz am Anfang. Zum Beispiel, wie bestimme ich das, obwohl das ist eigentlich schon Crafting, aber auch, wie hart nachher mein Material, also zum Beispiel Stahl. Beispiel Stahl. Stahl ist Eisen mit Kohlenstoff verunreinigt. Dadurch wird es härter, aber dadurch auch spröder. Das heißt, ich kann ja zum Beispiel eine Pickaxe aus Stahl machen und je nachdem, wie viel Kohlenstoff ich da hinzufüge, wird es halt besser oder schlechter, der Stahl. Ja. Also, dass man halt solche Sachen mit reinbringt. Wir hatten es ja schon Ja. mal angesprochen, ich wollte es nur hier auch mal ansprechen. Das macht halt das Crafting, ich sag mal, etwas komplizierter. Ja, aber technisch ist es nicht kompliziert. Okay. Ich habe hier schon mal hingeschrieben, iReceipt. Und Okay. iReceipt hat eine Methode Craft. Und da kommen die Ressourcen rein und das Receipt wirft dir dann irgendwas aus. Das wäre so ein bisschen meine billige Vorgehensweise. Und das Receipt ist ein Skript, das entscheidet, welche Qualität das Zeug hat, was nachher rauskommt. Das heißt, es gibt ein Receipt für die Herstellung von Stahl und Eingabe ist Eisen und Kohle. Und je nach Qualität der Sachen, die man reingibt, macht das Crafting-Rezept halt einfach entsprechende Qualität an Stahl. Ja, oder halt ein Stahl mit der und der ja, Härte oder sowas. Genau. Irgendwie. Ja. Ja, finde ich gut. Also, okay, ja, dann können wir es so machen. Ja, und würdest du es jetzt zum Beispiel so machen, dass du, okay, du hast einen Ofen, da schmilzt du halt das Zeug ein. Dann hast du wegen mir einen Veredelungsofen, in dem kannst du dann Eisen, Barren oder nochmal einschmelzen und mit Kohle kombinieren, mit Kohlestaub oder sowas kombinieren, um den Stahl herzustellen. Und dann habe ich quasi einen Stahlbarren und aus dem Stahlbarren baue ich nachher was. Also das wäre so meine Vorgehensweise. Ja, genau. Also so ein mehrstufiger Ja. Crafting-Prozess. Also nicht, wo man irgendwie Eisenerz reinwirft und nachher kommt ein Zahnrad raus. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Nee, okay. Ja, jetzt ist die Frage ist jetzt für mich noch, also man steckt halt quasi zwei Items rein oder das Receipt definiert, was die möglichen Zutaten sind und produziert dann daraus irgendwas anderes. Okay, wir müssen es halt bloß irgendwie generisch halten, dass wir sagen zum Beispiel, dass Tools, dass die halt hergestellt werden können aus allen Metallen zum Beispiel oder sowas. Ja. Oder auch aus allen Materialien. Jedes Material bringt dann halt eine gewisse, haben wir ja eh schon, jedes Material bringt eine Härte mit, eine Elastizität, eine Brüchigkeit, so Zeug eben. Aber dann müsstest du neue Receipts definieren. Aber man müsste halt dynamische Rezepte definieren. Ja, aber dynamisch, was heißt das denn? Für die Ressourcen haben wir ja keine allgemeingültigen Sachen. Wir haben ja nur für den Stein zum Beispiel diese Sachen definiert und jetzt deswegen auch wieder meine Frage, ob das nicht Ressourcen, ob das versus Items, das hat der Julian vorhin auch schon mehrmals angemerkt. Ja. Müssen man die zusammenwerfen? Also ist eine Ressource eigentlich ein Item oder nicht? Aber ein spezielles Item. Ja, und dann ist das eine Ableitung von Items, das kann ja sein. Ja, genau. Für mich ist nur wichtig, dass wir nicht am Ende des Tages irgendwie ein I-Tool haben, ein I-Item, Resource, Block und eigentlich machen die alle grundsätzlich unterschiedliche Dinge, landen aber trotzdem alle in unserem Inventar und das ist scheiße. Weil dadurch werden unsere Receipts natürlich entsprechend unflexibel, weil die dann plötzlich mit vier verschiedenen Basis-Interfaces umgehen müssen und das ist eigentlich ein Scheiß. Okay. Also es Also du muss. würdest schon gern alles auf ein Item lassen, wenn es irgendwie geht. Ja, weiß ich nicht, ob Item das Richtige ist, aber grundsätzlich, wenn du jetzt schon sagst, du willst ja auch generische Receipts haben, dann hast du leider das Problem, dass du halt auch bei solchen Sachen wieder
Basisklassen nehmen muss. Also, ich weiß jetzt leider, also bei Metallen weiß ich nicht, wie es machen soll. Also letztendlich müssen wir dann eine I-Resource haben, die eine I-Metal ist. Und I-Metal gibt dann halt, also alle Metalle, die wir implementieren müssen, dann von dieser Basisklasse erben, damit das Rezipe nachher sagen kann, mir ist wurscht, welches Metall du nimmst, gib mir alle. Aber dann muss das Rezipe trotzdem alle Metalle kennen. Also wenn hier irgendwann mal noch jemand Kryptonit implementiert und dann in das Rezipe reingibt, obwohl ich dann von der Basis, ist es aber kein Metall, keine Ahnung, Kristallstruktur, dann weiß das Rezipe zwar grundsätzlich, dass es damit arbeiten könnte, aber kennt die Parameter nicht. Also es ist. Und was ist, wenn man anstatt einem Interface das macht, mit einer Art Klasse macht? Also ich ordne nachher bei einem, also ich erzeuge jetzt als Modder ein neues Metall und Ja. das ordne ich einfach der Klasse Metall zu. Ich habe aber auch, und nachher tue ich quasi in meinem Rezept sagen, Ach du so, ja. kannst alles verwenden, was in der Klasse Metall, was den Tag Metall hat, Ja. sozusagen. Und so kann ich quasi zum Beispiel auch meine komplett eigenen Klassen definieren. Und sagen, okay, es gibt jetzt zum Beispiel eine Klasse veredeltes Metall oder sowas. Und das sind dann eben nur meine neuen Metalle irgendwie so. Und nur meine Rezepte können dann, oder meine Rezepte können auch Ja. nur diese Metalle dann verwenden. Ja, okay. Ja, kann ich mitleben. Okay. Könnte funktionieren. Gut. Ja, dann. Was ist es Das halt, heißt, dass hier das. kommt dann ein I-Metal. Und hier ist ein I-Wood. Und jetzt fängst du schon wieder an, weil Wood keine Ressource ist, sondern Wood ist ein Block. Ja, aber das machst du ja schon wieder mit Interfacen. Ist doch wurscht, ob es ein Interface ist oder eine Basisklasse. Das ist doch dasselbe. Also, das macht dir hier keinen Unterschied. Du brauchst ja beim Metal brauchst du ja eigentlich nur sowas wie die eigenen Eigenschaften von Metall. Und das steckt ja in iMetal, ob das Interface sagt halt, dass diese Eigenschaften da sein müssen. Also Okay. das macht keinen Unterschied. Was ich damit nur sagen will, ist, das da ist quasi von iResource und das da kommt von iItem oder iBlock oder i was auch immer. Und das fällt jetzt wiederum beides in das Receipt mit rein. Damit können wir, das geht schon. Die Frage ist, ob wir das wollen. Außerdem haben wir kein iWood als Basisklasse. Wir haben im Moment nur einen Woodblock. Ja. Also wir müssen dann anfangen, nochmal in unserer Interface-Struktur typische Gattungssachen von Ressourcen mit aufzunehmen. Ja, deswegen hätte ich das halt so eine Art über eine Art, also Klassen ist das falsche Name, Gruppenbezeichnung genannt, weil sozusagen, die nur als eine Art Attribut in diesem hinterlegt ist. Das hilft dir ja gar nicht, weil wenn dein nachher neu implementiertes Metall muss ja trotzdem gewisse Informationen haben, damit das Rezipe damit klarkommt. Ach so. Du willst ja einen generischen Ansatz haben. Du sagst, okay, es gibt Ja, Metall, okay, das stimmt, bräuchte ich hat. wieder ein Interface, ja. Ja, das. Stimmt, ja, ich habe halt nur überlegt, wenn alles sind Items im Endeffekt, dann müsste ich ja bloß noch die Gruppen zuordnen und sagen, du funktionierst mit allen mit dem, du funktionierst mit allen mit dem oder sowas. Ja, aber die Zuordnung, wenn du es über ein Attribut machst, ist es viel komplizierter, wie wenn du über zwischen Interfaces gehst. Ja, klar. Nur die müssten wir dann halt wiederum definieren. Okay. Können wir schon machen. Ja, wir können mal kurz sammeln. Was gäb's denn da? Weiß ich nicht. Es gäb Metalle, halt. Kristalle. Aber die Kristalle auch nicht wieder jedes Metall kann da verarbeitet werden. Du willst ja dann. Ja. Warum nicht? Natürlich kann ich jedes Metall verarbeiten, oder? Naja, ob du es verarbeiten kannst, ist ja nochmal die Frage. Weil unterschiedliche Metalle natürlich unterschiedliche Anforderungen an den Verarbeitungsprozess haben. Ja gut, okay, klar, das steht ja dann aber im Metall drin, ob ich es verarbeiten kann, ist die Frage mit dem Tool, was ich halt gerade habe. Aber theoretisch kann ich aus jedem Metall zum Beispiel Spitzhacke machen. Wenn ich die richtige Crafting Bench dazu habe oder wie auch immer. Freue mich auf die Goldspitzhacke, die dann super weich ist. Boing. Ja, wenn es jemand machen will. Vielleicht Gummihammer. Was ist willst mit du Gummihammer? sich nur jemand in die Hütte hängen, weil es so toll aussieht. Dann wäre Gold natürlich toll. Ja. Nee, keine Brotspitzhacke, genau. Das ist so Running Gag heute Abend. Brotspitzhacken. Da war doch vorhin nochmal irgend so ein Spruch, den ich jetzt leider auch schon wieder vergessen habe. Ah, ich habe die Aufzeichnung, wo ich gesagt habe, das ist der Satz, den ich mir merken muss für heute Abend. Hab's vergessen. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich weiß auch leider gar nicht mehr, was das war. Okay.
Na gut, okay, dann hätten wir ja tatsächlich auch damit kein Problem damit, wenn es unterschiedliche Basisklassen sind. Ist ja eigentlich egal, was man reinsteckt. Wichtig ist nur, dass es irgendwie im Inventar landet, damit das Receipt nachher auf Basis dieser Sachen, die man reinsteckt, irgendwas rausfummeln kann. Okay, damit kann ich leben. Ja, und dann kommt es natürlich zum nächsten Crafting-Werkzeug, also Crafting-Maschinen. Crafting-Werkzeuge vielleicht auch. Also das ist ja im Moment ein, ich mixe zwei Sachen zusammen, es kommt was Drittes raus. Der nächste Schritt ist ja, in meinem Inventar mit einem gewissen Werkzeug irgendwas zusammenzubauen. Also der Hammer zum Beispiel. Aber auch So da. Hilfsmittel quasi sozusagen. Ja. Aber ich Aber sag auch mal, das. ein Hilfsmittel ist ja einfach nur quasi ein Zusatzslot im Crafting oder im Rezept. Richtig, ja. Stimmt. Ressourcen-Tool. Okay. Stimmt, das macht keinen Unterschied tatsächlich. Und naja gut, der dritte Prozess ist dann halt mit einer Maschine, die rumsteht. Ja, und ich sag mal, man kann ja in dem Rezept kann man ja hinterlegen, dass es eine gewisse Maschine, also dass dieses Rezept halt nur in einer gewissen Maschine hergestellt werden Ja, kann. genau. Okay, dann hätten wir das Crafting-Konzept ja relativ schnell in den Griff gekriegt. Mir ist aber gerade irgendwas noch in den Sinn gekommen, was ich gerade. Mir fällt's nicht. Ach so, wie das Crafting an sich aussehen soll, ist auch noch nicht ganz klar. Also ob es eine Weile dauert oder wie. Einerseits das und zum anderen, Minecraft zum Beispiel hat ja dieses Raster, in dem Ja. man die Sachen richtig anordnen muss, zum Beispiel. Andere Spiele wollen einfach nur, dass du die richtigen Sachen im Inventar hast und dann werden die automatisch da rausgenommen. Oder das ist händisch halt, ja. Ich fände es halt zum Beispiel ein interessantes Konzept, dass du, also auf der einen Seite ist so eine Kombination, du wählst auf der einen Seite aus, was du craften willst, zum Beispiel Spitzhacke, und dann gibt es hier quasi Slots vor, und in die musst du halt die Materialien reinlegen, aus denen du es craften willst. Ja, Also. okay. Also kein bestimmtes Muster. Nee. Weil finde ich auch albern, Genau. Also tatsächlich. ich meine, so wie du es schon aufgemalt hast, mehr oder weniger, oben Metall, unten Holz und dann kommt halt die Spitzhacke heraus. Okay, das heißt im ersten Schritt Receipt auswählen. Das ist dann einfach eine Liste von Möglichkeiten, die im aktuellen Kontext funktionieren, oder was würde das hier sagen? Also wenn ich mein Inventar aufmache, dann werden alle Ach so. Sachen nur angezeigt, die ich mit den aktuellen Sachen machen kann, oder alle? Nee, alle, die du mit dem aktuellen, also alle, die du mit der aktuellen Maschine zum Beispiel machen kannst oder die du mit deinem aktuellen Level auch erreichen kannst, also halt verschiedene ja, Skills natürlich auch voraussetzen oder so Zeug. Okay, Also. Filter auf die Sachen, die in meinem Inventar sind, ob das überhaupt funktioniert oder nicht. Würde ich Aber die nicht können ja machen. ausgegraut sein, passt schon. Genau, das kann ja ausgegraut sein. Ich sag mal, dass wir halt auch nachgucken können, was wir brauchen zum Beispiel. Ähnlich wie bei Starbound. Ich habe keine Ahnung, wie es bei Starbound ist, leider. Ich weiß auch nicht, wer es schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Das ist doch auch nur Slot 1 und dann craften und dann, ups, dann kommt dann so ein kleines Pfeilchen und irgendwann kommt hinten Zeug raus, ne? Also das ist eigentlich relativ simpel. Sansero, wenn du irgendwann einen Screenshot oder so posten kannst, dann können wir ja mal kurz, können wir uns das kurz anschauen. Ah ja, ist ähnlich wie bei Ark. Ja, dann. Ark kenne ich noch weniger als Starbound. Ich glaube, wir sollten mal einen Spieleabend machen. Ja, genau. Einfach mal quer Ja, durch so die wie an deinem Bank. Geburtstag irgendwie alles zusammen spielen, das war echt lustig. Ja. Ja, das stimmt. Ja, also eigentlich soll man ein bisschen Feldforschung machen, wie es andere Spiele machen. Entweder das, ja, oder auch einfach mal so just for fun, keine Ahnung, mal irgendwelche Koop-Spiele oder sowas finde ich auch cool. Ja, das ist dann wieder was für Twitch. Das passt ja hier nicht hin. Ja, ist ja egal. Das kann man auf Twitch dann machen. Ich meine nur generell. Okay, gut. Also, wenn du ein Receipt ausgewählt hast, dann kommt so ein Raster hier, so wie hier oben. Ja, Und genau. dann wähle ich die Ressourcen aus. Genau, dann ziehst du die Ressourcen einfach rein und dann drückst du auf Craften halt. Und dann vielleicht kann man doch irgendwie die Menge einstellen oder irgendwie. Ich würde in dem Schritt jetzt auch noch darauf warten, dass mir das Receipt verrät, mit welcher Qualität, also was nachher rauskommt. Ja, klar, kann man machen. Preview das Ergebnis. Genau, dann einfach, es wird halt sagen, es gibt in der Mitte so eine Art Craft-Button. Und wenn du da draufklickst, dann, also der ist halt ausgegraut, wenn es noch nicht funktioniert. Und in dem Moment, wo du halt alle Sachen drin hast, wird der halt dann hellgrau. Und du kannst halt draufklicken und dann wird es halt gecraftet. Dann gibt es halt irgendwie so einen Ladebalken drüber oder sowas. Und du kannst halt dann die Anzahl erhöhen, wie oft viel gecraftet werden soll und so. Ja.
Und dann ist halt die Frage, musst du in dem Crafting Table bleiben? Also angenommen zum Beispiel ist es ein Crafting Table, musst du da drin bleiben, damit es gecraftet wird? Oder? Ah, okay. Stimmt, so war das jetzt da. Finde ich nicht gut, weil in dem Moment, wo wir halt Crafting-Maschinen haben, finde ich es eigentlich. Obwohl, vielleicht ist das das Receipt, das entscheidet, ob man das machen muss oder nicht. Kann ja beides gehen. Schreibt mein Receipt, habe ich falsch geschrieben? Ah, ich Nase. Okay. Ich wusste, da ist noch ein E, was irgendwie keinen Sinn macht, aber wenn es hinten steht, okay. Das heißt, glaube ich, auch Recipe, oder? Receipt? Recipe? Recipe? Weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, ist mir eigentlich auch egal. Nein, ist mir eigentlich egal. So ignorant bin ich dann doch nicht, gell? Ich muss das hier mal kurz. Ah, komm schon. Receipt. Was auswählen? Okay, das passt. Ah, ich habe vorne noch irgendwo. Da. Wo ist mein Cursor? Wo habe Also ich das? Leo spricht Recipe aufs. Aha. Gut, dann mache ich das auch. Recipe. Ja, Recipe. so schreibt sie eh gerade schon. Und Julian auch. Und denen auch. Ja. Recipe. Alright, gut. Dann haben wir das mal. Und warten ist dann halt. Bestimmt. Ob Anwesenheit erforderlich. Was weiß ich. Anwesenheit. Bla, wir wissen ja, was gemeint ist. So, jetzt noch kurzer Blick auf die Starbound-Geschichte. Also, man sucht sich ein Schematic. Das ist doch auch ein schönes Wort für bla. Aber da muss man keine Bauteile mehr aussuchen, wenn ich das hier richtig sehe, ne? Nee, du klickst einfach, du gehst drauf, dann zeigt es dir an, was du dafür brauchst, dann klickst du drauf und dann kannst du unten halt links, also du klickst da drauf, dann wird es quasi ausgewählt, nach rechts und da kannst du unten links also in dem rechten Bereich unten links die Anzahl einstellen und dann auf Crafting drücken und dann hast du es halt Okay, quasi. das heißt, das sind auch nur die Sachen, die mit dem Inventar, das ich habe, auch wirklich funktionieren, oder ist dann der Craft-Button einfach Die anderen ausgewählt? sind ausge. Nee, die anderen sind auch da, also das ist immer quasi auf welchem Crafting-Level du bist. Und der Rest ist, also so ist mein letzter Stand, kann inzwischen anders sein, aber du hast Crafting-Level, den du halt immer über verschiedene Quests erreichen kannst. Und je nachdem, in welchem du bist, wird dir halt und welche Maschine du bist, kannst du halt verschiedene Sachen herstellen. Dir werden die Rezepte angeboten es wird halt immer dann rot angezeigt, welche Materialien du nicht genug hast, zum Beispiel. Also rot, Okay. grün dementsprechend. Verstehe. Okay. Ja, cool. Können wir auch machen grundsätzlich. Man sagte mir gerade, man kann das hier auch nicht mehr lesen. Mist. Ja. Ich habe mich nicht getraut, was zu sagen. Könnt gerne was sagen. Es ist alles gut. Bin da nicht so. Kannst du nicht das Markieren nach oben schieben einfach? Ja, weiß nicht genau. Ich glaube, dann muss ich erstmal das Werkzeug auswählen. Das ist im Moment dieser Pen. Ich muss wahrscheinlich erstmal. Damit geht's. Ich habe schon überlegt, du könntest, weißt du, was du auch machen könntest? Du könntest in OneNote schreiben. Ja, ich könnte. Da gibt es ja tausend Tools. So oft mache ich es ja nicht. Aber wenn man es mal macht, gell? Ja, weil da hast du auch noch, da hast du halt auch Schrifterkennung und alles mit drin. Aber ich weiß nicht, wie gut die funktioniert wirklich. Na, super. Das ist alles ein Block. Ach, egal. Egal. Punkt 3. Das ist super. Schieb da Power auf den Tool. ganzen Block ein bisschen nach oben. Nach oben hat man nicht noch Platz gehabt. Das Ja, lohnt. aber dann muss ich ja trotzdem. Ich Hab's sehe es leider gleich. verzögert. La la la. So. Ich mal's mit 3 aus Protest. Aus Ro mit Rot. Warten. Optional. Im Screen. So. Gut. Alles klar. Oh, hier gibt's noch mehr. Bilder? Ja, das ist jetzt arg. Ja, ich kenne das. Okay. Kennst du das Crafting-System da? Ich kenne das Spiel, aber nicht genau wie Okay. das hier mit dem. Also, Crafting-System, du hast Craftables, das sind halt die Crafting-Rezepte, die du schon gelernt hast. Die kannst du dann quasi, also das ist dann rot, was du halt gerade nicht craften kannst und schon, dass du schon direkt siehst in dieser Liste. Und grau halt, was du craften kannst. Also von deinen Materialien her, die du im Inventar hast.
oder in der Maschine oder wie es sonst. Und dann, wenn du halt drauf gehst, dann zeigt er dir dann zeigt er halt Informationen zu diesem Engram an. Also zu diesem, ja, da heißen sie halt Engram, das sind also auch Rezepte halt. Rechts davon zeigt sie an, was du dafür brauchst. Okay. Und ja, dementsprechend, und wenn du halt dann draufklickst und das craftest, dann gibt es halt oben diese Crafting-Leiste, wo das dann halt reingeht. Da kannst du bis zu 5 Sachen, glaube ich, also ich weiß nicht, ob mehr geht, aber können dann gleichzeitig quasi hintereinander gecraftet werden. Du hast schon so eine. Was jetzt gleichzeitig oder hintereinander? Also ist einfach Also, eine Queue. Okay. eine Queue, genau. Mir ist gerade der Name nicht eingefallen. Genau. Ist nicht mehr der deutsche Name eingefallen. Warteschlange. Aber das ist ein viel Genau. uncooleres Wort wie. Naja. Mir ist aber beides nicht eingefallen. Genau. Also so, das wäre die andere Lösung. Okay. Ja gut, okay. Aber die funktionieren alle nach demselben Kram. Man sucht erst ein Rezept aus, fügt dann die Ressourcen an. Das ist die Frage, ob man das händisch machen muss oder ob das dann automatisch passiert. Automatisch finde ich in unserem Fall ein bisschen schwierig, weil es ja unterschiedliche Qualität. Also es gibt ja, keine Ahnung, wir haben Eisen, Qualität 1, Eisen, Qualität 2 und Gold. Und das Spitzhacke-Rezept erlaubt mir ja beliebiges Metall. Ja. Also muss ich es ja leider doch selber auswählen. Ja, es macht, finde ich, auch Sinn, das selbst auszuwählen. Also, und ich finde auch, dieses, das ist zwar in Minecraft, wenn du viel machen willst, ist es zwar nervig, dieses Auswählen immer und das irgendwie dann da drin zu platzieren. Aber man könnte ja zum Beispiel auch so machen, dass, wenn du noch weitere Stacks von dem Material im Inventar hast, dass es automatisch aufgefüllt wird, wenn du quasi ein Stack verbraucht hast, um etwas zu craften. Also, oder sowas könnte man dann in diesen Item Manager, kann man sich ja selbst dann programmieren, quasi. Ja, genau, das kann man ja tatsächlich Genau. machen. Und Sushi ist es auch lieber. Ich glaube, das ist auch das bessere Verfahren. Gerade dann, wenn es alternativ Zutaten gibt. Also Genau. wenn es nicht immer exakt definiert ist, was Ja. rein muss. Aber ich find's trotzdem, ja, so, ich kenne Factorial Faktor. kennen wir, ja. Ja, und da wollen wir hin. Genau das in 3D. Ach, schön. Na gut. Können wir Factorio Session mal machen? Wir müssen echt mal eine Session machen und verschiedene Spiele angucken und gucken, wie die es so gelöst haben oder sowas. Ja, warum nicht? Das Klar. wär vielleicht echt mal eine Idee. Für Achso, den das ist aber Mittwoch. auch arg. Okay, das ist, passt. Ja gut, dann passt das doch. Sehr schön. Hat man nicht hier irgendwo noch die Straw Poll offen? Gucken, ob da jetzt in Zwischenzeit ein bisschen anders. Nee, passt. Wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Die Straw Poll sagt genau das. Ja. Okay, dann mache ich die jetzt mal wieder zu. Ja, top. Dann haben wir es doch. Ich glaube auch. Qualität der Rohstoffe, genau das, ja, das wird es geben. Das hängt ein bisschen vom Raffinierungsfaktor ab. Also, wir waren ja irgendwie dabei stehen geblieben, dass wir hier drinnen Keys haben und da sind verschiedene Ressourcen drin und die Ressourcen müssen raffiniert werden. Und das machen Raffinierungsmaschinen, beziehungsweise der persönliche Skill des Charakters und daraus entscheidet dann, wie viel da rauskommt und in welcher Qualität das daraus. Oh, Qualität, warte mal, das haben wir noch gar nicht. Die Ressourcenqualität Ich ist ja würde aber aber, nur, das wenn ist man eher eine Gegenstände hat. Produktqualität, keine Ressourcenqualität. Ja, aber die. Ach so, dass wir gar keine Ressourcen. Es geht dann nur um das Item, das nachher rauskommt, dass die Qualität unterschiedlich hat. Jein, so quasi jedes neue Produkt, also ich sag mal, wenn du zum Beispiel Stahl herstellst, das hat ja auch eine gewisse Qualität, sozusagen, oder in dem Fall hat Stahl zum Beispiel gewisse Eigenschaften halt, eher, also Härte, Brüchigkeit und so. Richtig, genau. Okay, dann anders. Dann entsteht quasi aus dem Raffin. Also Kies hat erstmal die Ressource hier drinnen. Wo ist mein Stift? Wo ist mein verdammter Stift? Stift ist weg. Manchmal noch mit Rot. Ja, ich mal mit Rot. Das heißt, der Kies an sich hat diese Ressourcen. Die sind im Moment noch qualitativ unabhängig, weil sie kommen ja aus der Erde so. Und erst dann, wenn ich sie rausraffiniert habe, wird daraus dann Eisenerz. Mit einer gewissen Qualität oder was ist das dann? Dann kommt ein Item. Ich würde sagen, es ist einfach Eisenerz Ja. Und dann, je nachdem, wie ich es halt dann, also quasi erst wenn ich es zum Beispiel dann einschmelze zu einem Eisbarren, den ich dann erst weiterverarbeiten kann, erst da wird die Qualität quasi Naja, entschieden. gut, dann spielt es wiederum keine Rolle. Dann sind wir wieder bei der Frage, ob Item nicht gleich Item ist. Also wenn wir eine Qualität einführen für ein Item, dann kann das Eisenerz theoretisch auch eine Qualität haben. Spricht nichts dagegen. Ja, stimmt schon. Dann kann sogar dieser Kies hier eine Qualität haben.
Das ist schlechter Kies. Den können wir nicht verwenden in unserem Vorgarten. Oder so. Was weiß ich. Okay, also dann haben Items Qualität, aber nicht die Ressourcen. Das haben wir nämlich auch noch nicht klar. Ja, Ressourcen haben ist ja nur ein Anteil quasi auch. Ja. Und solange sie im Boden sind, ist die Qualität ja. Ja, genau. Ja, vor allem kommst du ja mit Ressourcen auch im Endeffekt nie direkt in Berührung. Du kannst aus Ressourcen direkt nicht herstellen. Du musst immer als erstes erst die Ressource ja raffinieren oder gewinnen. Auch Susch fragt gerade, ob es eine Range von Qualität gibt. Also gibt da auch zwei verschiedene Ansätze. Also grundsätzlich habe ich schon gesehen, einfach Levels. Level 1, 2, 3 bis 10. Wir können aber auch einfach von einem Reinheitsgrad oder so sprechen. Achso, das macht aber bei Spitzhacken schon wieder keinen Sinn mehr. Weiß ich Warum? nicht genau. Naja, eine Spitzhacke der Reinheit 30%. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, nee, eine Spitzhacke mit einem Eisenkopf, der Reinheit 30%. Ja, der Eisenkopf, aber der wird ja im Spitzhacke-Item ja nicht mehr als einzelnes Okay, das hat er Gegenstand. die Spitzhacke übernommen. Okay, aber ich sag mal, also Spitzhacke kann ja trotzdem Level haben, in dem wie sie verarbeitet ist. Ja, und das ist Also ich die sag mal, eine Frage von Level Susch 1 gerade. Spitzhacke hält halt nicht so lange wie eine Level 5 Spitzhacke, obwohl es Das. beide aus demselben System, aus Ja, ich habe demselben schon Material. verstanden. Es ist nur so, Susch hat gerade gefragt, ob es eine Range gibt in Ach Levels so. oder ob es eine Reinheitsqualität gibt. Kann es beides geben. Ne. Generisch bitte, generisch. Beides ist ja, das ist ja redundant irgendwo. Deshalb ist die Frage, ob wir Eisenerz Level 10 haben oder ob wir Eisenerz in der Reinheit 90% haben. Und ja. Reinheit würde ich es ja nicht nennen, vielleicht Qualität. Qualität. Und dann haben wir Qualitätslevels. Ja, wegen mir haben halt 10 Qualitätlevel Dann haben und wir Qualitätslevel. ja, dann ist es quasi wie 10%. Ach so, aber schon ein Limit. Das ist das, was Susch meinte. Ob es ein Open-End-Level ist oder Nee. ob Ich wir würde 1 bis 10 oder so haben. ja, ich würde schon sagen, also 0 bis 100% oder sowas. Obwohl 0% ist irgendwie Schwachsinn. Qualitätslevel. Oder würde 0% nicht sofort kaputt sein? Also schon beim Herstellung? Ja, 1 bis 10. Klar. Könnte man auch machen. Man könnte natürlich auch machen, wenn man zu blöd ist, Sachen herzustellen, dass sie natürlich auch kaputt gehen können. Ja, Bei der natürlich, aber das ist die Frage des Prinzips, würde ich sagen. Reinheit ist Stackbarkeit abhängig von Reinheit. Ach so, ah nee, du meinst, dass 50-prozentige Sachen nicht stackbar sind mit 60%. Ja, das ist richtig. Dann haben wir wieder dieses Stack-Problem. Genauso wie bei den Was wir ja Ressourcen. umgehen mit dem, dass wir ja keine Slots haben, sondern wir haben halt. Ja, naja, umgehen, wir haben trotzdem diesen Datenaufwand. Also Ja, okay, umgehen den ist haben wir. Das relativ. okay, ja. Ja, genau. Und Susch sagt hier gerade, wenn wir von 1 bis 100% sprechen, dann haben wir potenziell 100 verschiedene Items, ja. Qualitätslevel. Das ist Quatsch. Also dann lieber 10 oder sogar nur 5. Man könnte ja sogar Qualitätslevel ins Item legen, also dass das Item entscheidet, wie viel Qualitätslevel es haben kann. Ja, Also. natürlich. Deswegen steht es doch da. Ja, das war schon klar. Okay. Ach so, so meinst du das? Also Das nicht ist. global 1 bis 10, jedes hat 1 bis 10, sondern ist, sag mal, wegen mir, ein Stein braucht gar keinen, der hat halt nur ein Level. Aber zum Beispiel jetzt ein Brot hat zum Beispiel drei Level. Es gibt halt gutes, schlechtes und hartes Brot. Und. Ja, und Eisen gibt's dann halt dementsprechend mehr Level. Das meinte ich halt. Ja, aber dann wird das alles schon wieder so fahrig. Für Recipes ist es halt einfacher. Recipes, Rezepte, ist es einfacher, wenn wir das irgendwie einheitlich machen. Hartes Brot ist gutes Brot. Hartes Brot ist Kampfbrot. Ja, nee. Ich weiß nicht, ich bin noch hin und her gerissen, ob das jedes Level, weil dann, wenn jedes Item wieder anfängt, eigene Qualitätslevels einzumachen. Das ist ja auch eine Frage der Visualisierung nachher. Ja, Weil wenn wir deswegen jetzt. dachte ich eh, das ist ja. Also, aber es ist halt zum Beispiel sinnlos, ein Stein braucht keine 10 Level. Ja, dann halt, das machen wir immer Level 10 Stein. Also finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja, okay, aber. Also, man könnte ja halt über die Level dann auch zum Beispiel machen, dass dann dementsprechend das Item auch verschiedene. Keine Ahnung, Bilder anzeigt. Ja. Ja, also.
Kann ja trotzdem noch passieren. Dann hast du halt beim Stein dasselbe Bild für alle 10 Levels. Ich sehe den Vorteil beim einheitlichen Qualitätslevel halt daran, dass man schon mit einem einzelnen Item die Qualität, keine Ahnung, mit einem Balken anzeigen kann oder mit einem Sternchen oder so, dass wir einfach ein generisches Qualitätslevel haben. Aber das, da können wir ja noch. Aber könntest du trotzdem so machen, dass, dass es eventuell nicht angezeigt wird bei manchen Items. Weil ich sag mal gerade, halt bei Stein macht es keinen Sinn. Ist der Level 5 oder Level 6, es gibt Stein. Also, ich habe Freunde, die haben Steinbruch. Die werden dir was anderes erzählen. Ja, ich weiß, was du sagen willst. Ja, Ja. aber selbst das, also ich habe bei den gängigen Rollenspielen, ist es dann so, dass du einen Level 1 Stein hast und es gibt halt nur Level 1 Steine. Dann ist das halt so. Aber das Rezept, dem Rezept ist das wurscht. Dann ist halt ein Stein. Ja, also wie gesagt, man könnte ja halt einfach einen Tag ja reinhängen in die Definition von dem Item, die sagt halt, wird es angezeigt oder nicht. Ja, oder so. Weil ich finde, es ist halt unnötige Information eigentlich im Spiel. Mit Steinbruchmenschen legt man sich lieber nicht an. Ja. Ja, Details. Das ist tatsächlich Details. Weil war jetzt nur wichtig, ob Item und Qualität sind. Ja, fett. Dann haben wir ja fast, dann haben wir ja alle durch die Sachen, ne? Die wir jetzt mal grob haben wollten. Da haben wir Maschinen noch nicht geredet und Roboter und so Zeug. Ja, aber das steht nicht auf meiner To-Do heute. Okay. Da waren wir. Nee, da. 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 Ich wollte nur den ganzen Crafting-Prozess, also hauptsächlich hat mich diese, wie wir mit den Ressourcen umgehen und so, interessiert. Das ist mir jetzt relativ klar. Das heißt, wir können jetzt anfangen, den ganzen Rotz irgendwie halbwegs vernünftig zu implementieren. Puh. Wird eine harte Nuss. Das wird hart. Aber wenigstens ist jetzt ein bisschen Klarheit drin. Ja. Gerade was das Abbau, den Abbaumechanismus und so angeht. Also das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Vor allem dieses Hit-Hit-Verhältnis, sodass die Ja, Items mit Items zusammenprallen können. das ist cool, das finde ich richtig. Aber passiert das auch, wenn ich jetzt einfach nur zwei Items in die Welt werfe? Nö, aber ich habe gerade überlegt, was passiert, wenn man versehentlich ein Item im Inventar auf einen belegten Slot klickt. Nee, da würde ich nichts machen. Naja, Da wie? werden Vorhin halt hat irgendjemand. getauscht. Es hat jemand Point-and-Click-Adventures in den Ring geworfen vorhin. Finde ich eigentlich nicht schlecht. So kannst du dann, keine Ahnung, aus großen Steinen kleine Steine machen. Indem du sie in deinem Inventar einfach übereinander klickst. Klick, Das klick, heißt klick. aber auch, du kannst theoretisch den. Das ist gut. Das heißt, du kannst deine den intelligenten Rucksack deines Nachbarn hacken und der macht dann aus deinem ganzen Stein. Kleinholz. Ja. Oder Der war deinen einfach eigenen alles. Rucksack, sodass er halt im Inventar, du sagst ihm, wir sind jetzt im Keys-Modus und du wirfst einfach große Steine hinten rein und eben mit deinem Rucksack macht es ständig Polter-Polter, weil dein Skript halt eigenständig die Sachen zusammenschlägt. Ach, wie cool. Nee, ich weiß nicht so recht. Ach ja, das wird noch spannend. Okay, Ich bin so. schon gespannt auf die ersten, die dann anfangen, irgendwelche Maschinen vom Gegner zu hacken. Weiß nicht, ob man da so eine Schnittstelle einbinden sollte. Ich finde es cool irgendwie. Oh, ja, aber gleichzeitig auch. Hier ist ein nettes Gimmick, aber ob es dann auch wirklich das ein Mehrwert fürs Spiel ist? Also, dass man Maschinen hijacken kann, die rumlaufen, das finde ich schon okay. Zum Beispiel, oder dass man halt, zum Beispiel, ja, das, oder dass man halt auch irgendwie, keine Ahnung. Ich finde halt auch solche Sachen mit Stromnetzen, also generell so Infrastrukturnetze, finde ich total interessant, weil man die dann halt auch irgendwie anzapfen kann oder so. Also wegen mir Wasserleitungen zur Kühlung von meinen Maschinen, Strom zum Betreiben der Maschinen. Wir bauen Factorio nach, tatsächlich, wenn ich das hier richtig höre gerade. Ja, all diese 3D, das ist cooler. Das heißt Octo Awesome. Ja, lass uns da mal drüber nachdenken bei Gelegenheit. Aber erstmal müssen wir den ganzen Kram hier implementieren. Also bis wir Ja. hier sind, das dauert schon noch eine Weile. Mir war nur wichtig, dass wir es mal definiert haben. 300. Ja, ich denke auch. Bei 300 können wir uns einen Apfel craften. Ein Apfel craften. Ja, Ich hoffe, sonst. der fällt vom Baum, der Apfel. Oder ein Brot halt. Ja, ein Brot Ja, craften ist. ob die vom Baum fallen, ist dein Business, ne? Ist dir klar. Ja, ich weiß. Ich bin nicht her. Ich muss ja mit Julia mal wieder zusammensetzen. Ja, genau. Da soll nicht immer stänkern, sondern soll mal was Vernünftiges machen. Im Ist er noch Moment hat er da? Prüfungen, also. Ja, ich weiß noch. Habe ich auch schon erzählt. Gut. Ja, pass mal auf, dann wäre ich für heute eigentlich super glücklich.
Ja. Das wäre im Prinzip für mich jetzt ein gutes Ergebnis des heutigen Streams. Farlight Explorers kenne ich Das gar kenne ich nicht. gar nicht, ne, ich auch nicht. Klingt gut. Gleich mal gucken. Gibt's noch Ja. Steam? Kannst du gleich mal rausfinden. Google wird das wissen. Gut. Ja, aber ich würde tatsächlich jetzt hier Feierabend machen, weil ich rieche schon das Essen, das Aline zusammengebaut hat. Auch gecraftet. Er hat sie gecraftet, ja. Die wahrscheinlich denkt sich die ganze Zeit, was machen wir hier so ein kompliziertes Theater um Crafting? Hier einfach Karten schneiden. Einfach in den Ofen schieben. Stimmt, das Ja. hat. Wäre nur Computerspielen auch so einfach wie die echte Welt. Hä? Ja, genau. Genau. Ist ja alles viel komplizierter im Spiel. Ja, vor allem steht die ganze Engine schon. Was vom Leben? Ja. Ja, aber man kann so schlecht Parameter bewegen, wenn es einem nicht passt. Man kann Ja, so kann schon wenig was. modden halt. Ist Ja, blöd. das stimmt. Naja. Aber dafür Okay. bist du völlig frei. Der Kreativität. Na eben nicht. Na doch, Also, du eigentlich ja bist schon. ja. Also du bist halt gebunden natürlich an deine Naturgesetze, aber ansonsten. Das ist das Problem. Es gibt kein Safe Game. Was bei dem Spiel? Bei Nee, Farlight. in der Ach, Realität. oh, richtig. Das wär richtig geschickt, das stimmt. Die Storyline hast du selber im Griff, Julian. Dann machst du irgendwas falsch, wenn deine Scheiße ist. Ja, stimmt auch wieder. Wir haben Maschinen, wir haben Dinge, die Game. uns die Realität beugen. Das ist gut. Stimmt. Na gut. Oh, So. das gibt's echt, das sieht echt cool aus. Das Spiel ist Farlight Express. Ja. Explorer. Gucken wir auch gleich mal an. Also wir müssen echt irgendwann mal einen Stream machen und solche Spiele irgendwie angucken. Ja, Vielleicht mach auch mal, mal. vielleicht, vielleicht, ja wohl. Ja, Ja. doch, oder irgendwie so mal wieder. Langweiliges wie Prüfungen. Das Leben hält einfach viel zu blöde Sachen bereit. Aber danach bist du zertifizierter, was auch immer. Ach, im Spielen hast du dafür Quests, die dich über die halbe Map jagen. Genau, und Wildschweine jagen, 10 Stück. Und Genau. Pilze sammeln. Ja, Dinge, die du im Real Life niemals machen würdest. Genau. Und du musst dann irgendwie mit irgendwelchen Dorftrotteln reden oder sowas. Ja, es ist alles nicht so. Im Real Life ist doch alles irgendwie besser. Ratten im Keller vertreiben, der Klassiker. Ja. Ah. Ja, das ist der Wahnsinn. Gut. So, Leute, ich werde mal jetzt mal so ein bisschen die Feierabendstimmung einläuten. Wir haben uns heute den Luxus geleistet, keine Folgen aufzunehmen. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das nächste Woche machen soll. Ja, komm mit. Schön. Ah, geil. Das war die Taste, die Commit-Taste. Geil. Die wird automatisch ausgelöst, wenn du sagst, ich mache jetzt Schluss. Ja, ich müsste das. Ich kann ja mal irgendwann die Skizzen hier noch mit reinfummeln. Dann macht der Commit tatsächlich Sinn. Heute aber nicht. Gut. Also, Feierabend. Nee, keine lauten Ja-Schreie. Na gut. Aber wir machen trotzdem Feierabend. Moontaxi! Nee, heute nicht. Ich weiß noch nicht, was ich nächste Woche machen werde. Wahrscheinlich fange ich mal an mit den Shader-Folgen oder so. Gucken, wie weit ich komme. Ja. Ich werde mir was einfallen lassen, dass es nicht allzu langweilig wird. Vielleicht implementiere ich dann auch den ganzen Rotz schon, den wir jetzt hier gerade besprochen haben. Ich werde auf jeden Fall Offline-Folgen machen nächste Woche. Und vielleicht mache ich die Shader-Folgen, weil die wollte ich ja unbedingt offline machen. Mal gucken. Na gut, dann mache ich jetzt Feierabend mit euch. Es war wie immer ein Fest und es sind immer noch 28 Leute da. Das finde ich erschreckend. Gucken da Doch tatsächlich gut. 28 Leute? Ja, Wahnsinn. Finde ich gut. Freut mich. Ihr habt gesehen, wie es mit Octo Awesome weitergehen wird. Einerseits konzeptionell, was das Crafting angeht, andererseits grafisch, was die Shader angeht. Also, ich denke, es wird wieder spannend. Und ja, mit Folge 300 können wir, glaube ich, uns zurücklehnen und auf diesen Stream zurückschauen und sagen, damals haben wir schon scheiß Entscheidungen getroffen. Wir müssen alles ändern. Vielleicht machen wir das so, vielleicht auch nicht. Wer schon, wer weiß. Ich sage schönen Abend, schlaft gut, kommt gut nach Hause, wenn ihr noch fahren müsst. Bla 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 bla. Julian wünsche ich viel Erfolg bei den Prüfungen. Und wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder, wenn es heißt Octo Awesome, am Donnerstag. Zwischendrin vielleicht noch den ein oder anderen Endme-Stream, wer da auch reinschauen möchte. Ich würde mich sehr freuen. Und ansonsten, Donnerstag ist auf jeden Fall eine gesetzte Sache. Ich freue mich schon jetzt wieder sehr drauf. So denn, gute Nacht und bis bald.
Tschüss.